Also ich heiße Emilia Liebes, bin Kinderärztin und Amtsärztin bei der Stadt Gelsenkirchen. Wir sind so die dritte Säule des Gesundheitswesens, so heißt das, also der öffentliche Gesundheitsdienst. Und wir kümmern uns um die Bevölkerung in bestimmten Situationen und wir als Kinderärzte kümmern uns um die Kinder. Wie ich zur Stadt kam, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, jemand hat gesagt, willst du nicht im Gesundheitsamt arbeiten? Und damals habe ich gesagt, Gesundheitsamt, das ist aber langweilig, bestimmt langweilig. Ne? Aber irgendwann dachte ich mir, versuch mal, wenn du nicht versuchst, dann weißt du es nicht. Ganz, ganz wichtiger Punkt, wo die niedergelassenen Kinderärzte nicht so viel Zeit haben, ist die Beratung. Wir haben ganz andere Möglichkeiten zu beraten, weil wir nicht so eng gepresst sind in die Zeiten. Deshalb können wir dann beraten. Und das bedeutet, dass tatsächlich dieses Soziale eine große Rolle spielt. Und jedes Mal, wenn man den Familien und den Kindern helfen kann oder gute Förderung einleiten kann oder gut beraten kann, wenn die Eltern rausgehen und sind zufrieden und sich bedanken, bin ich auch zufrieden. Mir macht das viel Freude, ja. Ja, eindeutig, mein Beruf. Bei der Stadt Gelsenkirchen und nicht in der Praxis und nicht in der Klinik. Ich bin Ärztin, Kinderärztin, Fachärztin und dann lande ich in Anführungszeichen bei der Stadt. Na, so, und bin Amtsärztin. Klar ist das, bei vielen stößt das so auf so eine Skepsis. Und trotzdem, wenn wir anfangen darüber zu sprechen, dann sind viele einfach überrascht, wie vielfältig meine Arbeit ist. Und was ich alles bewirken kann. Ja, wir gehen essen zusammen und wir unternehmen mal andere Dinge zusammen und wir feiern natürlich auch Weihnachten, wir singen im Advent. Das ist schon so, ich glaube schon, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut bei uns. Ein sehr freundlicher und bunter Haufen. Diese Stadt braucht engagierte Mitarbeiter, die tatsächlich mit Herz und Seele sich der Arbeit widmen. Und diese Vielfalt, dieses Bunt zu sein, diese vielen Nationen und verschiedene Menschen, das ist das, was diese Stadt so gut ausmacht. Wir bei der Stadt Gelsenkirchen sind bunt, freundlich, vielfältig,